Also, heute mal in einer ganz neuen, keine Ahnung was, auf jeden Fall, Dimension. ja genau, heute in einer ganz neuen Dimension, nämlich im Multiplayer mit einem Kumpel, den ich kenne, nämlich dem Mr. Intenso. Munson. Wir sind nämlich heute auf so einem Fun-Server, das ist Tomis MTA, ist ganz witzig eigentlich. Oh Leute, ah sehr gut, ich habe mir mal so ein lustiges Auto geholt mit F1, da, bäh. Leute, das laggt bei mir grad. Das ist einfach so unspielbar. Ich sollte dann vielleicht nochmal kurz nachgucken. Auf jeden Fall mit F1 kann man sich Autos holen und verschiedene andere lustige Sachen machen. Wie zum Beispiel hier diese zwei Typen, die da mit diesen Eisenbahnen rumfahren. Muss ich Punkte setzen? Ja, genau. Kurz zum F1-Menü mit diesem POI könnt ihr euch hier einen Point of Interest, also einen Punkt, der euch interessiert, setzen. Hier einfach Name eingeben. Safe Current Location, da könnte ich da immer hinporten. Ich habe da ja schon ein paar. Wir können zum Beispiel mal auf Top Ramp gehen. Also so hier ist der Punkt, wo so eine Riesenrampe ist, die dann nach unten geht zu nach SF Na, auf zum dem Flughafen. Airport. Ja. Oh. Man kommt ja hoch durch den Fragezeichen-Fahrstuhl, also bitte fahrt nicht hier hoch, das ist relativ dämlich und dauert lange. So, mit der 2 kann man sich so epische Rampen setzen. Kannst du das auch vor mir? Nee, also muss ich das mal machen. Ja. Juhu! Warte! Okay. So, bei mir hat die Rampe gar nicht angezeigt, wir waren schon in der Luft. Das war jetzt ein Epic Fail. Auf jeden Fall mit X könnt ihr euch oder euer Fahrzeug reparieren. Was gerade so episch nach unten fährt. Bäh. Okay. Und mit. Also es geht nur mit dem Auto und wenn man da auf Numpad Plus drückt, da kann man mit dem Teil fliegen. Und dann eben wieder Ja, ich sehe Plus. gerade, wenn ich 2 drücke, da steht bei mir im Chat, you're not the driver, so. Okay. Ja, und wenn man dann eben nochmal drückt, kann man wieder landen eben oder den Flugmodus ausmachen. Und wenn ich jetzt Minus drücke, da hat es ja schon die Räder so eingeklappt, da sind wir jetzt im Swim-Mode, wie so im Chat. Ja. Das war jetzt natürlich fail. Warte, ich gehe nochmal kurz zur Top-Ramp hoch. Nee, kenn ich. Ich fliege mit dem Skimmer. Okay, dann ja, bis später. Auf Ja. jeden Fall, wo ist denn hier mal Lol. Wasser? Hier fliegt man jetzt mal hier raus. Die haben jetzt immer auch sehr, sehr schlau geparkt. Ja, anscheinend sind sie damit abgestürzt. Nee, das ist eigentlich noch ganz Okay, intakt. jetzt nochmal ein Versuch, jetzt nochmal mit dem Teil zu schwimmen. Ist eigentlich ganz witzig. Komm mal zur Rampe hoch, ne, damit. Ja, genau. So, oder ich hätte vielleicht davor noch Dingens-Mode ausmachen sollen, den Flugmodus. So. Genau. Jetzt ist es ja wie ein normales Boot. Es macht so diese komischen Reifengeräusche, aber das ist erstmal egal. Ja, es sind ziemlich viele Spieler online, die kann man daran auch erkennen, dass die ganze Karte übersät ist mit diesen kleinen Du siehst Dreiecken. auch links unten, wie viele Player sind. Oh ja, das habe ich noch gar nicht 135. gesehen. Oh, keine Admins online. Okay, dann gehen wir jetzt mal wieder in den Flugmodus. Oh Leute, das sind ja Steine. Und landen irgendwie mal hier. So, also will was machen. Treffen wir uns auf den Berg uns? Auf dem Mount Chaiyat. Ja. Okay. Ja, Ja, mit dem ich krassen zeige euch einfach BMW. mal ein bisschen Zeug. Weil hier liegt übelst viel Müll. Ja, Was hier aber liegt, hier steht übelst übelst viel. viel mehr. Das geht gar nicht klar. Okay, also ich fahre jetzt ja gerade schon die Rampe nach oben. Also dieses komische. Die haben ja bitte was hingemappt. Ja, apropos Mapping, da kommt dann auch mal ein Tutorial. Hier, durch diese Pfeile könnt ihr euch übelst beschleunigen lassen. Die gibt es überall mal. Und Oh, nice dann Salto. zum Beispiel hier lang. Oh, 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 Ja, oh Mann, machen muss man, aber ja, ich fahr voll vorbei. oh. Ja, gut, das ist dann doof. Okay. Also, ich bin wieder auf vier Rädern. Hier fahren übrigens Fast auch geschafft. diese. Ja, hier fahren übrigens auch diese NPC Straßenbahnen rum, wie man sie von Bio kennt. Und da oben diese Anzeigen, ich kann da mal kurz hinfliegen, wenn ich es schaffe. So, jetzt aber, uhu. Nein, ich bin direkt von der Auswasserhalle runtergefallen. Oh, das war so richtig schön fail. Ey, was will denn der Spasti hier? Da, na, ja, aber fast. Ich kann nicht fliegen mit dem Teil, ganz ehrlich. Perfekt eingepackt, würde ich sagen. So, jetzt hier wieder nach oben.
Na komm, da flippen wir halt mal eine Runde. Spielen wir halt mal eine Runde Flipper. Ach, du bist dort, okay. Ja, der Würde Flipper ich ist würde ziemlich ich. sinnlos. Okay, hier, große Dingens. Da ist immer mal ein kleines Bild hier. Wenn man das sehen kann. Ach, man kann es von unten natürlich besser sehen. Die sind auch überall verteilt. Ich Warum geht mache denn der mal den. Flymer bei mir näher? Keine Ahnung. Sitzt du im DeLorean? Jo. Oh, nee, doch nicht. Scheiße. Ja, also. Ja, die sehen so gleich aus. Ich fahr gerade mit diesem BMW, mit diesem BMW. Achso, okay. DeLorean. Ja, Ja, gut. hier gibt es zum Beispiel auch Schiffe, die haben auch so diese Anzeigen hier. Und die können auch schwimmen, beziehungsweise schwimmen übers Wasser ordentlich. Sieht man hier ein bisschen, die bewegen Durch die sich. Anzeigetafeln rammen. Leute, hier backt gerade einer rum. Ey Markus, versuch mal in den Spawn reinzufliegen. In welchen Okay. Spawn? Na, in dem, wo man spawnt. Auf diesem Schiff. Ja, Versuch da okay. mal reinzufliegen. Versuch da einfach mal reinzufliegen. Mal gucken, ob bei dir genau dasselbe passiert wie bei mir. Okay, ja, auf jeden Fall. Auf dem Schiff kann man spawnen. Bist du jetzt auch hinter Mount Ich guck gerade. Bei mir ist es so, wenn ich in den Spawn reinfliege, ist zum Ja. Mount befordert. Nice. Ist ja mal voll episch. Ach Ja, ja, weil also man nehmen kann wir. ja keine Fahrzeuge spawnen, wenn man dort ist. Ey, Ja. das war relativ nice hier. Der Spawn doch im normalen GTA, dieser komische. Wisst schon hier mit diesem. Der so ein Gitter rundherum hat, dieser Geländewagen. Ja, wie man hier sitzt, wurde auch der Nebel ausgeschaltet. Also man kann hier richtig weit sehen, was ja einfach mal nur real ist. Ja, das wird schon noch zeigen. Ja, ich kann noch mal kurz mich hintippen. Zum Ja, in Beispiel hier Wolken auf leckt das den übelst. sinnlosen Turm. Ja, das Der sind so. sinnlos ist, logischerweise. Weil ja, kann man einfach nur runterfliegen. Wo Hui! haben wir denn den Turm hier? Aber ich gehe jetzt erstmal in den Flugmodus wieder und da sieht man schon, was hier für eine Aussicht ist. Also das Einzige, was ihn dann bremst, ist dieser normale, wenn dann irgendwann die Welt nicht mehr geladen wird von GTA. Aber ansonsten kann man Ich hänge hier noch fest. kann man hier übelst genial über San Fierro blicken. So, Was ich flieg eigentlich gar nicht mal. so groß ist. Ich hätte es irgendwie mir größer vorgestellt, aber gut. Na, von oben sieht das immer ein bisschen aus. Ja, klar, aber ich meine, wenn man das mit einem richtigen San Fierro vergleicht, ist es so bitte wie, keine Ahnung, unter Dorf. Ja, Puff nehmen. Ja, das Sinnlose hier bei diesen Megatürmen, die sind überall auch auf der Ja, Welt ich habe mich wieder verteilt. durchgebackt. Epic. Das können wir gleich mal zeigen. Ja, auf jeden Fall, das Sinnlose bei den Megatürmen ist, die kann man hochlaufen und daneben ist gleich ein mega schneller Fahrstuhl. Bitte lauf da nicht hoch, das ist total dämlich. So, da wir jetzt auch hier unten sind, ohne den Swim Mode anzumachen. Warte, ich will auch mit zu Was dir kommen. man auch an den Reifen sieht, ist, also beim Swim Mode dreht es die ja um. Und das Schönste daran ist, wir können jetzt hier unten Hydra fliegen. Hydra. Du Dingens. bist unten so. Moin. Ja, okay, Ey, wir sind wirklich. jetzt hier durch einen epischen Bug nach unten gekommen. Nein, ich schwimme nach oben. Was soll das? Ja, das ist dann durchaus Fail. Mein Auto ist noch auf, Bitte, also. Mr. Intenso. So, okay. Kurzer Test. Nein, ich schwimme nach oben, lol. Aber vor allem nicht so. Nee, das haben die jetzt bestimmt verändert. Ansonsten könnte man ja schön unter Wasser laufen machen. Na, ich bin dann mal in der Schamaltonne. Nein, ich will mit. Naja, da Was sterbe ich eben. Tschüss. passiert mit der Schamal? Ja, die backt Danke. etwas rum. Backt etwas, jo, So, jetzt bin ich hier etwas. unter Wasser und hab kein Dingens mehr. Ja, also so sieht's aus, wenn man mit einer Schamal so unter Wasser hier dieses epische Piratenschiff, wie die das skripten konnten, keine Ahnung. Ja, guck So, wir dann einfach mal fliegen bei mit einer Intenso. Schamal unter Wasser. Das ist doch schön. Sieht man auch nicht alle Tage. Lol, wo bist du? Ich will mal kurz kommen. Aber ich bin weg. Das Epischste finde ich jetzt aus, wenn einfach mal so eine Schamal aus dem Wasser rausgeflogen kommt. Ich sehe dich nicht. Oh, jetzt kommt's Partyboot. Man hört es schon ganz laut. Yay. Ich mal einen Looping reinfliegen, wie das schon mal. Jetzt sind wir auf dem Partyboot. Bist du auf dem Partyboot? Das kann man. Ja, das ist voll Ne. krass. Oh, lol. Lol.
ich sollte wegfliegen. Und verkackt ich dann. Nein, 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 nein. Oh. Damals wurde er verkackt. Wir haben Sanjos Heli. Also der wurde von mir so geskillt, das ist nicht normal. Hm. Wo ist denn das Schiff im Moment? Es ist gerade dieser Anker offen auf der Karte. Okay, explodiert. Ach, jetzt kommt gerade der Lieblingslied. Welches Lieblingslied? Na, das mit Leck mich doch am Sack hier. Ach, das? Ja. Lol, das will ich hören. Ja, warp dich einfach mal zu mir. Ja, oder geht zu dem Anker? Und ich bin ins Boot reingefallen, oh yeah. Lol, ich höre gar nicht. Ja, es ist wohl. Hat auch noch das 4:32. Ah, jetzt kommt es nicht mehr. Jetzt kommt auch so ein schwules. Alter, es ist so laut, ich kann nicht mehr verstehen. Von mir kommt das gar nicht. Nee, bist du hier auf dem Anker? Ja. Bist du da rosa? Ja, ich bin drunter, ich kann schon den Schiff nehmen. Naja, mit J kann man sich ein Jetpack machen, das muss ich jetzt machen. Ach, jetzt? Mugge! Ja, ist etwas mies. Wo seid ihr denn? Ich setz mich jetzt hier oben auf diesen komischen Stock drauf. Oh, Spagronen, ja. Ja, das mit diesem Rauch finde ich schon echt episch, dass das Boot dann auch wirklich, ja, raucht. Also, nee, Quatsch, dass es so ausbrechen kommt. So. Na ja, gut, ich geh da mal wieder weg. Lol. Oh, lol. Nein. Oder ich flieg einfach mit dem DeLorean. Nee, warte. Na, das ist ein bisschen buggy zum Fliegen, weil du selber wirst ja an dieses Boot. Musik ist auch nicht leicht schwul. Ja, ich bin weggeflogen. Alle, die hört man immer noch an dieser. Na, fast bis zu diesem Fährhaus. Komm, voll los! Voll los! Ja, nice. Ich bin im Schiff drinne. Ja, das ist mir auch passiert, du musst dich einfach da raus tp'en. Nö, ich bin durch das ganze Boot durchgeflogen. Epic. Nein, ich hatte den Swim-Mode nicht an, okay. Es tut mir leid. Ja. Aber ich finde es selber schon lustig. Ja. Ey, Markus, jetzt lass mal erstmal ein paar schöne Stunts machen. Ja, na ja, klar, bei der Top-Ramp-Runde. Oder wie ist die? Ja, auch ein paar andere Sachen, weil das ist eigentlich der einzige Grund, warum ich hier drauf zocke. Weil wir epische Stunts machen können. Ja, na, das sowieso. Wir können dann vielleicht nochmal auf diese DM-Map gehen hier. Ja, können wir machen. Das war echt witzig damals. Gestern. Ja, damals, gestern. Hm. Ich erinnere mich, als ob es gestern gewesen wäre, oh lol. Ich hab jemanden weggeräumt. Ja, gut, scheiß drauf. Lol. Oh, eigentlich ist diese Musik zu Ende. Also, leider kann man ja keine normalen Radiostationen einstellen. Hör dich mal zu mir, wenn du willst. Lol. Oh. wo bist denn du? Ich mag nicht supporten. Na ja, gut, warte, ich komm. Hey, übrigens, hier, wenn man so driftet, na, kommst du übrigens keine Farben. Also, sind wir ja. Das Lustige ist, die Farben, also die Streifen, die schon da sind, die verändern dann immer noch ihre Farbe. Ja. Was willst du jetzt hier oben machen? Na, ich bin hier hochgeflogen aus irgendeinem Grund. Bis später. Jo, hau rein. Ich kann mich nicht tp'en. Ciao. So. Flughafen Tower. So, wir kommen auf dem Tower vom Airport San Feroz. So, das ist eine Drehscheibe, die nicht funktioniert. Das ist ein Direct, der die ganze Zeit durch die Gegend. Ja, die Drehscheibe funktioniert schon, aber bloß für Spieler. Ja, aber bei mir funktioniert nicht. Nee. Nee, aber irgendwo nicht. War das schon gestern. Oder ich bin natürlich wie episch runtergeflogen, aber es gibt ja zum Glück den DeLorean Fly Mode.
Also die backen bei mir hier nur alle rum. Leute, die Drehscheibe. Ich sollte weiterfliegen und Swim-Mode anmachen. Jo, die Drehscheibe funzt bei mir nicht. Mist, ich hab den Swim-Mode nie angekommen. Alter, wie viele Spieler auf diesen Airport rumlungern. Macht ihr auch Fun auf dem Airport? Ah, lass mich. Ach ja, mit L kann man sein Fahrzeug zuschließen, damit es eben nicht geklaut wird. Genau. Guck. So eine Hackfresse. Kann nie rein. Oh. Markus, du darfst nicht immer so böse zu anderen Spielern sein. Übers Clubgate drüber. Warum denn? Der wollte einsteigen, da hab ich einfach verweigert. Pech gehabt. Normal. So, ja. Was krass. Gibt's denn eigentlich auf dem Server noch Schönes? Ach ja, dieses Teil, wo. Ja. Um die auf die 2 gekommen. Was hast du gemacht? Bin aus Versehen auf die 2 gekommen und habe mich dann gewundert, warum der Rampf kommt. Da gibt's noch dieses Teil, das dich so episch hochpumpst. Ach ja, genau. Das. Ihr müsst euch vorstellen, da kommt immer. Ich wollte schon sagen, da kommt ein. Na egal, das sag ich jetzt lieber nicht. Das sag ich jetzt lieber nicht. Und der über die Tower kommt schon. Nein! Der ist dann immer so weg. Warte, ich komm. Dann. Ich sehe, da ist ja noch deine Rampe. Ja, mit einer Rampe kommt man da wesentlich höher. Hui! Ja, es ist schon relativ episch, muss ich schon sagen. So, dann dieses Teil dorthin, was man da runter. Verdammt. So. Ja, das hab ich noch gar nicht gezeigt hier hinten. Nein, ich bin wieder hochgeflogen, obwohl ich gar nicht den Marker berührt habe. Jo, hat natürlich mal wieder nicht Funst. Ist ja normal. Das scheiß bei mir nicht Funst. Aber warum eigentlich? Das ist so reset. Hat eh mal gefunden. Ah, nice, komm. Ja, so machen wir hier. So, und jetzt hier ein Flipper. Oh, Leute, ich bin wieder rausgeflogen. Ja, gut, eigentlich sollte man da wie in so einem Flipper-Automat immer hin und her gekickt werden und die lila Marker. Da fliegt man entweder nach oben oder nach unten, aber. Ja, man sieht, es ist leicht buggy. Leider. Ja, bei mir flippt das mit dem Flipper, das ist. Ja. Recht sinnlos. Muss ich mir da mal angucken. Was bei mir dann? Ja. Ja, Sigi. Yes. Ja, man sieht das schon im Chat, also eigentlich ist das ja ein deutscher und englischer, also für Deutsch und Englisch. Aber es sind alle möglichen Sprachen drin. Man sieht ja manchmal mal arabische Tab öffnet, sieht man ja bei Country. Oh. Wie viel, das sind kaum welche aus Deutschland. Hm. No. Ja, D-E-I-L-H-R. Ist ganz fein. S-N-M-Y. Na, scheiß drauf. Ich war noch wild durch sein Vierer. Red ich? Ach, bitte. Das ist ein krasser Typ hier. Dann gehen wir halt nochmal in den Flipper, ne? Ich hab den gerade voll. Ah ne, er hat's nicht geschafft. Aber er ist auch gegen die Kirche geflogen, okay. Also bei mir funzt der Flipper. Ja, bei mir backt er manchmal wieder rum. Verdammter Mist, ich wollte vor dem eine Rampe platzieren, naja. Was aber überhaupt keinen Sinn, der Flipper. Ja, schon irgendwie, weil du kommst dann wieder raus. Oder es gibt irgendwie einen nennenswerten Sieg. Ja, ja, kann man so hochfliegen, wollte ich schon nochmal so sagen. Oder. Das sind dämliche Bilder. Alter, da kommt ja mir auch noch hinterher. Geh weg, du. Ich mach dich kaputt. Wo ist der jetzt hin? Also, sag ich. Na gut. Ah, hier dort ist er. Onkel Biger. Ach ja, der Onkel Biger. Du bist oh Gott, was war denn das für ein Spiel? Ach ja, Clay Jam. Wer Clay Jam auf Android Handys hat, der weiß, wovon wir reden. Onkel Biger. Und die Party Zwiebel. Das ist ein sinnloses Spiel, aber naja. Okay, wir können ja mal in so ein Interior reingehen. Hui. Da sind wir jetzt hier eben in diesem epischen Raum. Also es hat ziemlich wenig Sinn, weil hier drinnen kann man nichts machen. Aber es ist eine gute Ergänzung zu dem Ganzen. So. Und wenn ihr euch gerade fragt, warum ich mich hier gerade so reingeworbt habe. Du hast es getan, weil du es kannst. Hier gibt's keine Maus. Ah, M ist ja.
Car Engine, okay. Ich hab's deswegen gemacht, weil es mein Fahrzeug war, weil ich abgeschlossen habe. So sieht's nämlich aus. Oh. Ja, mit ein bisschen mehr Speed wird das ein schöner Stunt. Okay, na gut, ich gehe mal in diese DM-Map, die ist ganz witzig. Welche? Die, die mit Marker. Warp? Und ja, mit Warp. Komm ich, ich okay, komm also wir sind ja gerade in der DM-Map, ich mache mir gerade mal ein paar Waffen. Zum Beispiel. Ja, genau! Alter, das ist immer das Dumme daran, weil die porten sich dann immer zu eben. Ich bin auf dem Flugzeug, klar. Ich gehe jetzt in die Welt. Geh einfach mit Set World. Mal gucken. Leute, hier hängt ein Panzer. Hier hängt ein Panzer. Okay, der Typ ist tot. Hier ist ein aufgespießter Panzer. Alter, wie episch das aussieht. Okay, ich gehe jetzt einfach mal hier weg. Das macht mir keinen Spaß mehr mit dem. Nö. Weil so ein Vollidiot schafft es nämlich einfach mal umzubringen. Also natürlich Spawnkiller, aber ansonsten scheiß drauf. Jetzt das Coole, ich kann mir hier ein... Lass mich kurz gucken. Die mit der Minigun aus dem Auto. Ja, genau, mit der Minigun aus dem Auto. Das ist so episch. Aha! Das war ganz nett. Leute, das hat aber krass umgepackt. Ach nee, ich schreibe bei mir kommt eine Missile Impact hier. Ja. Wegfliegen. Okay, ja. Ich weiß doch, von wem die ist. Oh! Weißt du, du bist so der Rische, ey. Friendly Fire. Ja. Na. Komm mal jetzt mal. Los, da! Ja, du hast mich rausgeschossen. So, dein Flugzeug ist schon mal kaputt. War aber lustig. Vor allen Dingen, ich verfolge das, war so eine krasse Rakete. Normal. Na komm, dann machen wir halt auch mal. Aber jetzt sind gerade nicht so viele Leute da. Manchmal sind ja fast 200. Und dann macht es auch auf diesen DM-Maps so Spaß. Ja, stimmt, jetzt kann man sich auch Dings. Nein! Man kann sich hier auch Rampen setzen. Ja klar, was hast du nur gedacht? Na, DM. Lol. Macht das Sinn, was ich da bin? Nee, irgendwie. Nee, lol, da ist so ein Typ drin. Ah klar, ist er tot. Komm, ich sterbe. Scheiße, ich bin auch gleich tot. Verdammt, du Mist. Die hatte den noch mehr dann, ja. Leute, ich wurde von meinem eigenen Auto erschlagen. Nein. Ja, okay, wenn der mich spawnen können will, finde ich gut. So, und wegmappen. Zum Beispiel nach hier. Und mir dann wieder einen schönen DeLorean basteln. Schön Minigun adden. Los geht's. Ich mach jetzt was, na ja, was Schönes. Hey Markus, wir müssen mal auf so ein Spaß, die wusste noch nicht, dass man sein Auto reparieren kann in der Welt. Hey Markus, wir müssen mal wieder das Set aufnehmen. Mal wieder aufnehmen? Ich hab das Set noch nie mit dir aufgenommen, sorry. Ja, stimmt. Ja, was man kann. Der macht auch diesen Bug. Du, wo seid ihr hier, ne? Ich glaube, ich mit so einem FBI schon. Okay, der hat einen Panzer, tschüss.
Er hat mich nicht erwischt. Ja, Panzer ist schon ziemlich mies, weil die kann man so gut wie gar nicht töten. Beziehungsweise erledigen.